Angriff ist im vierten Jahr. Ich weiß, viele haben gesagt, anderthalb Jahre, dann ist Schluss. Insofern bin ich einfach schon ganz zufrieden. Also es läuft regelmäßig, es läuft pünktlich. Es läuft gut. Es schleift sich alles ein. Es ist, sind bestimmte Sachen, glaube ich, erheblich effizienter, weil sich auch in der Redaktion so eine Art natürliche Begabung, Zuständigkeit einpendelt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kriegt man, glaube ich, ein wesentlich besseres Gespür auch dafür, wer möglicherweise ansprechbar ist und wer gute Texte liefert. Jede Indes an sich ist für mich etwas, worüber man sich freuen kann, dass man sich auch gerne in den Schrank stellt und eben auch gern tatsächlich drin liest. Also eigentlich ist alles gut gegangen. Es gibt tatsächlich, meine ich jedenfalls, in jeder Ausgabe so zwei Beiträge, und das ist oft eigentlich das Optimum, die also intellektuell sehr, sehr anregend sind. Etwas, was man nicht irgendwo schon mal im Feuilleton, in einem sehr hochstehenden Feuilleton einer Qualitätszeitung gelesen hat. Und das ist letztendlich das, was man so erreichen wollte. Also, dass man darüber hinauskommt und dass es da halt zusätzliche, exklusive Anregungen gibt. Und das finde ich, das schafft die Zeitschrift. Was ich gelernt habe, tatsächlich Demut. Weil man am Anfang, ja doch, wenn man eine Zeitschrift gründet, alles anders machen will. Die Zeitschrift soll ganz anders sein als alles, was bisher da gewesen ist. Die Texte sollen ganz anders, viel besser sein als alles, was in anderen Zeitungen oder Zeitschriften geschrieben steht. Und man denkt, man kommt mit seinem neuen Organ raus und die gesamte Welt ruft danach und man setzt sie massenhaft ab. Und das zeigt sich doch relativ schnell, dass das sich eben nicht erfüllt. Es gibt nicht den qualitativen Bruch, wenn man so will, sondern graduelle Unterschiede zu dem Bestehenden. Insofern muss man halt lernen, in kleinen Schritten zu denken. Ich denke, die Indes wird schon unterschätzt im Zeitschriftenmarkt, gerade im Wissenschaftsbereich, weil sie nicht nur eine tolle Optik bietet, sondern auch sehr interessante Inhalte, die, denke ich, schon auch zum Lesen anreizen können, gerade weil die Themenausgaben nicht nur zu dem Thema Inhalte bieten, sondern ja auch noch freie Artikel haben. Und das ist eigentlich, denke ich, immer für eine Wissenschaftszeitschrift eine sehr gute Mixtur, die sich eigentlich auch natürlich bei anderen Zeitschriften ebenfalls bewährt hat. Und insofern denke ich schon, dass die Indes auch langfristig ihre Resonanz ausbauen wird. In besonders guter Erinnerung ist mir geblieben die sehr anregende Art und Weise, wie dann letztlich unter viel Zeitdruck in den letzten zwei, drei Wochen vor Druck nochmal alle Kräfte gebündelt werden und auch mit größter Zeitnot die Bilder noch an den richtigen Ort sortiert werden und überhaupt die große Begeisterung, wenn dann letztendlich irgendwann das Paket ankommt und die 100 Hefte tatsächlich hier im Institut landen.